Hallo und herzlich willkommen zur Indolenz. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute müssen wir auf jeden Fall Geld herbeizaubern, irgendwie, damit wir unsere Fläche erweitern, weil wir haben theoretisch nur noch hier Platz, um irgendwas zu bauen. Dort passt leider keine Halle hin, beziehungsweise nicht von der Größe. Oder wir forschen. Weil es gab doch Hallen, die waren ein bisschen kleiner. Die hatten auch, was ich in der letzten Folge angesprochen hatte, so Ausgänge vorne und hinten oder links und also links Eingang, oben Ausgang und so weiter und so fort. So welche wären natürlich auch sensationell, beispielsweise bei diesen hier, ne? Wenn man zum Beispiel hier sagt, so Eingang hier, Ausgang hinten, weil dann würden wir die beiden nämlich verknüpfen. Und dann würden wir sagen, Eingang von der Halle hier und Ausgang hier. Oder Ausgang auch hier und dann, was blinkt hier schon wieder? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Attraktivität, Meilensteine sind wir noch ein bisschen von entfernt. Ja, wir müssen da noch ein bisschen warten, aber wir haben aktuell 107.000. Forschungspunkte haben wir 13. Wow. Wow. Also mit den ganzen Forschungspunkten weiß ich nicht, was wir reißen sollen. Weiß ich wirklich nicht. Ich muss mal gucken. Was hupt denn hier immer? Was blinkt hier immer? Spaß für alle. Entenangeln. Hochseilgarten. Oh, das wäre eine Idee, ne? Aber 25 Forschungspunkte. Ne, wir müssen irgendwie diese Hallen freischalten. Aber ich weiß nicht mehr wo. Wesentliches für den Park. Hier? Hallen und Dekoration. Okay. Ich habe letzte Mal nur Hallendekoration gelesen. Dadurch, dass ich halt ein bisschen krank war. Jetzt bin ich ein bisschen fitter, aber immer noch ein klein bisschen krank. Aber das sind Hallen und Dekoration. So, hier hätten wir den Ausgang, aber auch auf beiden Seiten. Auf einer Seite, Entschuldigung. Bedürfnis Level 4. Wie kriegen wir den Bedürfnislevel höher? Für nächst, 1002 weitere Erfahrungen. Okay, wir müssen auf jeden Fall Erfahrungen sammeln. Was blinkt denn? Really? Warum nicht orange? Warum nicht in der Farbe, wo ich meinen Freizeitpark eingestellt habe? Orange? Weil alles sollte orange sein. Na, okay. Habe 75 Besucher mit den positiven Reaktionen. Schnäppchen. Dafür kriegen wir 60.000. Verbessere 10 Gebäude. Nee. Erzeuge 10 Techs vom Typ vegetarisch. Boah, ich bin noch nicht so ganz schlau geworden, wie ich das mit den vegetarisch hinbekomme, ne? Okay, wir können hier upgraden. Was haben wir da? Extra süß? Ah ja, so war das, genau mit den Techs. Ja, okay, das geht ja nicht. Dafür muss ja dein Gebäude hochleveln. Oder kannst du die nochmal ändern? Nee, kannst du nicht. Okay. Erlebnis-Tech, Aktivitäts-Tech, Süß-Tech. Bei Pommes würde ich nicht Süß-Tech nehmen. Selber machen, Kochshow. Na, machen wir Kochshow. So, hier haben wir selber machen, kleiner Kiosk, Kochshow. Slush-Eis. Selber machen. Aber was habe ich von diesen Techs? Also, was habe ich davon? Warenkosten, Schätzungen. Steht hier nirgendwo. Ich würde gerne wissen, was habe ich von den Tags? Neugestaltung des Innenraums. Plus 5 Kapazität. Wie sieht die Kapazität? Auslastung. 3 von 3. Okay, das würde ich machen. Ne, dass wir da auf jeden Fall mehr Platz haben. Mehr Platz heißt mehr Besucher. Mehr Besucher heißt mehr Geld. So, was habe ich jetzt von den Tags? Heißer Tag. Eis ist im Trend. Ah, ja. Das heißt, es ist eigentlich immer nur, wenn irgendwie so ein Trend da ist, habe ich da was von. Ne, hier habe ich jetzt zum Beispiel, ne, da habe ich nichts. So, hier habe ich jetzt zum Beispiel Tech Kochshow. Und wenn das im Trend ist, dann geht das plus 1. Okay, Ereignisse. Die Rate in der Durst, was? Die Rate in der Durst erzeugt wird, steigt um 100%. Okay, die haben mehr Durst, das ist geil. Weil, dann geben die mehr Geld aus. Forschungsmenü öffnen. Sollen wir... Ah komm, wir bauen noch eine Erlebnishalle, oder? Ich würde sagen... Bauen wir noch eine Halle? Ja, komm, wir bauen noch eine Halle. Eine geht noch. Ja, müssen wir den Ausgang so machen. Dann sagen wir hier Blaupause. Dann machen wir natürlich auch Wikinger. Die werden irgendwann ausgetauscht. Gegen diese Hallen, die ich vorhin gesagt hatte, ne? So, dann brauchen wir hier erstmal einen Weg mit der Pipette. Da sagen wir hier. Und dann hier. Weil eigentlich wollte ich von Anfang an schön bauen, aber der Platz ist halt das Problem.
Ist einfach so. So, wir setzen jetzt aber als allererstes erstmal hier hin folgende Sachen. Wartungsraum. Genau. Toilette. Ja. Und Reinigungsgebäude. Weißt du, was cool wäre? Wenn du die beim Platzieren schon siehst, welchen Radius die haben. Wartungsraum. Toilette. Okay, dann machen wir hier noch einen Reinigungsraum hin, oder? Oh, hier haben wir ein Upgrade. Verbesserte Spülung. Verringert die Bearbeitungszeit um 25%. Wände entfernen. Plus, ja, aber da hast du keine Privatsphäre mehr. Ja, ist auch, siehst du, minus Geduld. Kompakte Kabinen plus 2 Kapazität. Wie kann man denn auf Toilette die Verarbeitungszeit? Ist dann so ein Vakuum unten in der Toilettenschüssel, das dann alles rauszieht? Ich frag nur. Ich frag nur. Könnte sein, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall nochmal diese eine Sauberkeit. Lagerraum, kleiner Wartungsraum, Reinigungsgebäude, genau. So. Haben wir irgendwas schon geschafft? Okay, Forschungsgebäude. Ja, ich bin... Ach, wir müssen erstmal hier eine... Ich habe da ja gar keine Attraktion. Und ich weiß gar nicht, welche ich schon habe. Oder konnte man das irgendwo sehen? Weil den habe ich auf jeden Fall. Kann ich irgendwo sehen? Kapazität, Baupreise? Nee, kann ich nicht sehen. So viel und so viele im Park schon vorhanden, ne? Ich sehe... Achso, ist zu teuer. Ja, was mache ich denn da? Ich kann mir ja gar nichts leisten. Sollen wir sagen, das ist ein Labyrinth? Das wäre es doch, ne? Wir sagen einfach, guck mal hier. Ey, die nächste Attraktion, die freigeschaltet wird, kostet weniger als die, die wir jetzt haben. Na, sensationell. Okay, müssen wir noch ein bisschen sparen. Parkübersicht, ja, möchte ich. Oder war das richtig? Ich glaube schon. Ich guck mal. Ja, sieht gut aus, ja. Habe 75, haben wir nicht geschafft. Oh, haben wir nicht geschafft, schade. Und das würde ich feiern. Alter Verwalter, ohne Mist, nur mal so. Wenn jemand ein Freizeitparkspiel irgendwann mal programmieren möchte, ne, oder vorhat zu designen oder was auch immer, kommt auf mich zu, ich mache es kostenlos, ich berate euch kostenlos, was man alles noch da gebrauchen könnte, was für Features man braucht, unbedingt. Welche Sachen man angezeigt haben möchte. Ich bin da so ein bisschen erfahren, ne? Ich spreche vielleicht nicht alle an, aber ich glaube, ich spreche viele aus dem Herzen. Nur so. Also, falls ihr Vorschläge braucht zur Verbesserung oder so, kommt gerne auf mich zu, Publisher. Ich mache das gerne. Ich muss natürlich für Recherchezwecken, muss ich dann in den Freizeitpark geflogen werden, damit ich halt auch sehe, ob die das auch so machen. Nein, also ich würde so beratungstechnisch würde ich das echt kostenlos machen. Weil die Spieler sind einfach cool. So, jetzt können wir aber Zirkus hier hinsetzen, ne? Bam. Hat man Zirkus schon? So eine Anzeige wäre cool. Naja, okay. Ich hoffe einfach, dass wir das schon hatten. Bitte, 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 bitte. Hatten wir noch nicht. Gut. Glück gehabt, ja. Okay, nächster Upgrade ist da. Neues Upgrade. Fügt ein Einkaufen-Tag hinzu. Kinderfreundlichen Tag. Popcorn. Kinderfreundlich, würde ich sagen, ja. So, dann haben wir so einen Tag nämlich auch schon mal. Okay, wir machen gerade echt viel Kohle, glaube ich, ne? Letzten 7 Tage 94.000 plus. Sag mal, soll ich so eine Forschungshalle noch da hinsetzen? Ich glaube schon, ne? Und noch eine? Wie viele konnte man hier hinsetzen? Gebäude... Hier steht das, guck mal. Gebäude des Typs 3. Daran sehe ich, aha, habe ich 3 platziert. So war das toll. Hier steht das auch wieder. Bei den Attraktionen steht das nicht. So, setzen wir einfach 4 hin. Mehr Forschung ist mehr Forschung. Und ganz ehrlich, Unterhaltskosten... Siehst du die? Ja. Also, Unterhaltskosten
Und Personalkosten gehen echt klar. Moment, wir haben 20 Forschungspunkte. Das können wir noch nicht, ne? Bedürfnis Level 4. Geschäft und Restaurant. Erhöht den Qualitätseinfluss in allen Läden. Verringert die Baukosten. Das würde ich auf jeden Fall nehmen. Weniger Baukosten ist weniger Baukosten. Oder 200.000. Sofortgeld. Wir nehmen 200.000. Kann nicht schaden, ne? Weil wir müssen uns ja erweitern. Aber erweitern. 500.000. Ja. Ja. War das früher auch immer so teuer? Ich frag nur. Solaranlage reduziert Unterhaltskosten auf 0. Unterhaltskosten, ganz ehrlich, 10 Dollar. Nee, verbesserte Struktur, verringert die Verschleiß. Funkelnde Parkeindruck. Ja, komm, mach mal das. Ist noch was abgegradet worden hier? Nee, ne? Bedürfnislevel 400. Ah, okay, 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 geht weiter. Sehr schön. Geil wäre auch, wenn man hier zum Beispiel sehen würde, wie lang braucht sowas. Aber ist halt wahrscheinlich variabel, ne? Wegen den Besuchern, die da reingehen. Aber warum müssen Besucher die Forschung antreiben? Braucht man dafür nicht so ein Forscherstudium? Erzeuge 10 Tags vom Typ vegetarisch. Moment. 5 Gebäude gehen kaputt. Könnten wir machen. Weil, ist das vielleicht... Ist das vielleicht so gedacht, dass das Spiel sagt, hör mal, es ist jetzt Tech vegetarisch? Ich nehme das hier. Bam. Weil wir haben sehr gute Mechaniker hier. Außer die Mechanikergebäude gehen auch kaputt, ne? Aber... Techniker ist auf dem Weg. Sehr schön. Techniker ist auf dem Weg. Ja, ja. Mach ich mir auch keine Sorgen eigentlich. Die Hallen gehen nicht kaputt, oder? Doch, die Hallen, glaube ich, können auch kaputt gehen. Das wäre natürlich der Sau... Ah, guck mal, hier ist schon repariert worden. Perfekt. Warte mal, haben wir denn das gleiche Gebäude? Wartungsraum? Reinigungsgebäude. Nee, ist doch nicht das gleiche. Okay. Ich habe mal eine Frage. Ich habe jetzt gerade mal eine Frage. Moment. Wo kann ich nochmal die... Nee. Wo kann ich das nochmal... Ah, hier. Ah, die sind draußen. Okay, alles klar. Ich habe überlegt, da sind Solarmodule oben drauf. Und ich hatte erst überlegt... Wie soll das denn gehen? Die sind ja in einer Halle. Okay, erstens haben die Gläser oben drauf und die stehen jetzt gerade im Schatten. Ist das schlimm? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube nicht. So, alle Gebäude sind schon wieder repariert. 24 Forschungspunkte. Guck mal, hier sind wir auch schon auf einem guten Weg, ne? Theoretisch gesehen könnten wir mal wieder sowas hier bauen. Dosen werfen. Hatten wir Dosen werfen schon? Nee, weiß ich jetzt nicht. Glaub nicht, ne? Darts. Dosen werfen. Mini-Freifalltürme. Wird genau dahin passen, ne? Machen wir. Wieso hat er denn jetzt wieder das genommen? Hatte ich vorhin den falschen angeklickt? Das kann sein. Das könnte sein. Okay, Reinigungsgebäude. Da, Toilette. Ich wollte mal gucken. Wir haben ja schon teilweise welche auf Stufe 2. Wie viele Stufen gibt es davon? Weil der ist wieder am Leveln. Hier. Guck mal.
990. Attraktivitätswert. Ist das Attraktivität? Ne, hier ist Attraktivitätswert. Okay. Dann haben wir noch Besuchermeilensteine. Habe 340 Besucher zur gleichen Zeit in deinem Park. Wir haben 298 plus 2. Ist das so, wie wenn du Leute einlädst, wo dann draufsteht auf der Karte, ich komme plus 1. Ist das sowas? Langsam ist im Trend. Sammle insgesamt eine Besuchererfahrung von 1200. Okay, Besuchererfahrung. Wo finde ich die denn jetzt schon wieder? Ding, ding. Ach, die Ding-Dings sind hier. Ich hab es. Wo man nicht klicken kann. Schmutzig. Okay. Ja, boah, ist das schmutzig. Ma, ist das schmutzig. Guck mal, da ist einer. Stimmt. Da ist schmutzig und da. Drei. Boah, viel zu schmutzig hier. Hast du recht. Also, das muss ich dir sagen. Hast du natürlich. Oh, Level Up. Warte, ich zeig dir gleich mal was. Verliere 15.000 Geld und 10 Forschung. Deine sofortige Belohnung. Wäre eigentlich gut, ne? Verbessere 3 Gebäude. Deine Belohnung. 15 Forschungspunkte. Interessant ist im Trend. Ne, ich muss die Text erzeugen. Weil dann kriege ich nämlich das... Hier, siehst du? Ein Ereignis und ich habe keine 3 Tags. Ja, nehmen wir das hier. So. So, pass auf, ich zeig's jetzt mal. Kann ich das hier runterziehen? Bitte lass mich das runterziehen, bitte. Okay, du musst mir glauben. Hier steht, pass auf. Für ein Karussell. Getränkebar. Füge den Getränke-Tag hinzu. Auf dem Karussell habe ich noch niemals gesehen, der sein Gin Tonic gerührt im Kreis geschlürft hat. Habe ich noch nie gesehen. Snackbar. Souvenir-Tag. Sammelobjekte. Die passen gar nicht. Die passen sowas von nicht. Guck mal. Wir verschenken hier gerade wieder Geld, ne? So. Stimmt, die haben da auch neue Attraktionen. Hohoho. Was ist... Achso, das ist eine Autobahn. Ey, sind das Smileys? Das sieht so ein bisschen aus, ne? Wie so ein Smiley. Okay, wie nah kann ich ranzoomen? Jetzt guck ich mal. Ah, das Lager. Guck mal hier. Da ist ein Achterbahnzug. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben 25 Forschungspunkte. Wir haben 10 verloren. Muss überlegen, ne? Und jetzt haben wir... Schon wieder 25. Durch die 100%. Forschungspunkte. 66%. Forschungspunkte. 80, okay. Aber kommt immer einer, glaube ich, hinzu, ne? Oder? Vertue ich mich da jetzt. Ne, müsste eigentlich immer nur einer dazukommen, ne? Okay, wir brauchen noch 80 Erfahrung fürs nächste Level. 79, 78. Gut, geht voran. Weil dann warten wir, gucken, was da freigeschaltet werden kann. Ich hoffe, so eine obwohl die Hallen bringen uns ja nicht gerade viel, ne? Weil die, wir haben ja keinen Platz. Hm. Okay. Was ich halt gut finde, ist, wenn du die Sachen umplatzierst, dass du dann ein Level verlierst. Also bei der umplatzierten... Beim umplatzierten Objekt. Finde ich echt gut. Schön durchdacht. So, 28. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. 28. Jetzt bin ich... Ich wollte mal kurz gucken. 28. Immer noch 28. Immer noch 28. Okay, wir brauchen noch 8 Besucher. 28, 29. 29 wahrscheinlich, ne? Als nächstes. Ja, 29. Und direkt bei 47%.
Okay, null weiter. Hol meinen Steinbilder. Ja, ja, guck mal hier. Ui, 100.000. Okay, 20 Forschungspunkte. Geilo. So, dann gucken wir mal kurz. Was haben wir denn hier? Dekorationen. Senkt alle Baukosten für alle Dekorationshallen, ne? Bus? Bau eine Busstation, mehr Besucher können in deinen Park kommen. Oh. Mehr Besucher, mehr Geld. Mehr Besucher, mehr Forschung. Da wäre... Ach, das ist keine... Ah, okay, okay, okay. Das ist keine, die ich meinte. Das ist eine... Was ist das? Attraktivitätshalle? Wahrscheinlich, ne? Parkkapazität plus 500. Parkkapazität plus 100. Guck mal, wir können hier für die gleiche, Forschungspunkte 500 draufpacken. Parkkapazität. Wisst ihr? Hier kriegst du nur 100. Also wäre doch sinnvoll, das hier zu machen. Ja, würde ich sagen. Machen wir 500. Go. Wie weit sind wir? Okay, gleich. Gleich müsste es sein. Wird nach Erreichen vom Bedürfnis Level 5 freigeschaltet. Warum ist das denn eher als das? Verstehe ich nicht. Haben wir jetzt 50? Bam. So. Let's go. 60 Dollar Eintritt. Und guck dir das an, wie die reinströmen bei uns. Sehr geil. Und jetzt. Jetzt rappelt's im Karton. Achte. Ei, Karamba. Bom, 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 bom. Wieso zahlen manche nur 47? Haben wir Coupons draußen? Yo. Was? Ach du Herr Jemine. Ja. Ja, ich sag mal. Oh, guck mal hier. Oh, wieder mit Freischgeschäft. 75.000 und 15 Forschungspunkte. Ey, wir haben 500.000. Und hier können wir aufleveln. Deine Besucher haben 100% mehr Bedürfnisse. Erzeuge 4 Text originell. Baue 8 Waffelgebäude. Ne, nehmen wir das hier. So, und 500, nächster Meilenstein ist erledigt. Bam, 100.000. Nächster Meilenstein, 700 Besucher im Park. Bam, jetzt, wir sind bald Millionär. Okay, krass. Ja, jetzt haben wir gut Schotter gemacht. Hier können wir auch wieder leveln. Anstecknadeln, Sammelobjekte, würde ich sagen. So, Freunde, dann in der nächsten Folge erweitern wir unseren Park. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Tag, bis dann. Tschüss.